Ja, es sind ein paar Dinge zusammenzuräumen. Da haben Sie mit Sicherheit recht, wie meistens die qualifizierten Zwischenrufer von der ÖVP. Wo beginnen? Ja, zunächst, glaube ich, sollten wir das Motto nicht vergessen. Und da möge man sich treffen, aber wenn die Einschätzungen unterschiedlich sind, retten, was zu retten ist. Sie haben diesen Weg gewählt, aber auch untersuchen, was zu untersuchen ist und tun es das ja nicht trennen. Weil wenn Sie schon dauernd von der Zukunft reden, dass das nie wieder passieren darf, dann ist die erste und unumgängliche Voraussetzung dafür, dass das untersucht wird und nicht von einem Wischiwaschi-Waisenrat, sondern von einem Untersuchungsausschuss wie in jeder halbwegs entwickelten parlamentarischen Demokratie der Welt, nämlich hier im Haus von diesen Abgeordneten. Und beteiligen Sie sich von hier, der SPÖ, bis hier zur ÖVP. Und blockieren Sie nicht länger das Notwendige, Richtige und Wichtige. Das ist unerträglich. Dann können Sie sich wieder auf Ihre Zwischenrufe konzentrieren. Aber die aufklärungswilligen Fraktionen hier im Haus am Untersuchen zu hindern, ist doch abenteuerlich und absurd. Und das muss Ihnen einmal ins Stammbuch geschrieben werden, weil Sie können sich trotz meiner Schelte gerne wieder beteiligen. Was soll eine lebendige Debatte sein? Ich bleibe gleich einmal beim Verhältnis zwischen Parlament und Regierung. Und wende mich dann ausdrücklich dem Vizekanzler, Finanzminister und seinen Vorschlägen zu. Noch etwas in dem Zusammenhang. Nur gleich einmal am Anfang, retten, was zu retten ist. Ja, man darf unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube auch, dass das, was Sie jetzt vorlegen, erkennbar besser ist, als das, was die Taskforce empfohlen hat mit ihren Modellen. Tatsächlich. Also es ist was passiert. Das ist aber was Schlaues passiert. In der kleinen Korrektur, das wirft aber nur, im Übrigen, ich werde mich heute mit den Herrschaften von der Taskforce nicht mehr so ausführlich beschäftigen, glaube ich, ein besonderes Licht auf jene Berater, die Sie hier herbeigerufen haben, weil die sind auf das nicht gekommen, offensichtlich. Da mussten schon andere Gutachter wenigstens am Rande herumdoktern, damit wenigstens das bisschen Bessere rausgekommen ist. Also Sie haben sich aus der Perspektive wieder nachweislich mit den falschen und auch kein Wunder, weil befangenen Beratern umgeben, die nämlich ihrerseits in der Aufsicht versagt haben. Aber wenn das Ihre ganze Rettungskunst ist, die Sie hier haben, gleichzeitig erklären Sie, dass Sie immer da budgetäre Vorsorge getroffen haben und was weiß ich was alles. Also da geht sich's nicht mehr aus. Ich erspare mir jetzt die Qualifizierungen, aber nicht wegen dem Herrn Zögernitz, der hat nämlich uns da nichts auszurichten, sondern einfach aus Zeitgründen. Nur so viel. Wir hatten im 12er Jahr, im 13er Jahr, jedenfalls durch die Initiative der Grünen Fraktion, aber auch durch andere, immer darauf hingewiesen, dass der Bundesfinanzrahmen, das Heiligste nach der Finanzverfassungsreform, was wir überhaupt haben, suchen Sie sich Ihre eigenen Reden außer dazu, das Heiligste, das haben Sie mit Füßen getreten, indem Sie für die Bankenvorsorge dauernd und jedes Jahr 133 Millionen reingeschrieben haben. Das ist doch absurd, wir haben Sie dauernd darauf hingewiesen. Mit dem sind Sie bis in den Wahlkampf hineingezogen. Sie haben die Bevölkerung vorsätzlich getäuscht, weil Sie haben das damals schon gewusst. In Ungarn ist die Regierung, kaum hat man Sie dabei erwischt, schon längst zurückgetreten. Das sollten Sie sich auch einmal überlegen. Sie haben sich nämlich Ihre minimale Mehrheit hier erinnern im Haus, ein paar Tickets sind da nicht mehr legitim, ich sage es Ihnen, wie es ist, Ihre Mehrheit erschlichen. Die paar Mandate Mehrheit, die Sie haben, hätten Sie längst nicht mehr, hätten Sie korrekterweise im 12er und im 13er Jahr die Karten auf den Tisch gelegt. Wir haben immer darauf hingewiesen. Sie haben zugedeckt. Sie haben geschwiegen. Und deshalb sind Sie aus unserer Sicht gar nicht mehr legitimiert. Sie haben eigentlich keinen Auftrag mehr. Würde jetzt gewählt werden, Sie hätten 45% oder 40%. Na also, dann, und jetzt komme ich zum Punkt zurück, Sie mit Ihrer erschlichenen Mehrheit, halten Sie bitte die Untersuchungen wenigstens nicht auf. Würde korrekt informiert worden sein und entsprechend auf dieser Basis gewählt worden sein, dann hätten Sie gar nicht mehr die Möglichkeit, hier herinnen, die Untersuchungen zu blockieren. So schaut es nämlich aus. Also geben Sie den Weg frei für die Untersuchungen und dann reden wir wieder über die gemeinsamen Lösungen im Sinn von retten, was zu retten ist. Und da bin ich schon beim Herrn Klubobmann Lopatka, der offensichtlich
Er hat schon was Gescheites auch gesagt zwischendurch, aber der offensichtlich mein Appell das letzte Mal ein bisschen missverstanden hat. Wir erinnern uns. Ja, Beichte und so weiter, ich würde es nicht wiederholen. Beichte, Sie haben im Beichtstuhl die Seiten gewechselt. Sie hätten eigentlich beichten sollen. Jetzt haben Sie sich das Vordergewandel drüber gezogen und halten hier Moralpredigten gegenüber jenen, die immer auf der richtigen Seite gestanden haben, soweit es die Grünen, die Neos und das Team Stronach betrifft. Bei der FPÖ muss man historisch ein bisschen forschen, Und denen wollen Sie jetzt erklären, wie es geht. Das ist doch völlig absurd. Sie waren damals Finanzstaatssekretär, als wir völlig unnotwendigerweise uns dieses Milliardenbackel von den Bayern importiert haben. Und jetzt wollen Sie doch erinnern, Zensuren verteilen. Das ist ja unglaublich. Gar nicht. Das ist ja eine offene Debatte. Da sind wir ja gerade. Und deshalb nehme ich ja heute und hier, weil die Regierung sich hier erklärt, diese Sache zurück, insofern, als ich das nicht wiederholen würde. Ich würde jetzt nicht mehr omerta sagen. Aber nicht, weil der Herr Kanzler und der Herr Vizekanzler was erklärt haben. Länger schon. Es war nämlich so, dass der Herr Vizekanzler und der Finanzminister dazu übergegangen ist, die Opposition vertiefend und ausreichend zu informieren. Verhandlungsgespräche wäre zwar ein bisschen übertrieben, weil dann wäre was anderes rausgekommen, Herr Vizekanzler, eine andere Lösung, aber eine korrekte Information, bis in Details hin, die sensibel waren, die aber auch nicht ausgeplaudert wurden. Das muss man auch mal anmerken. Jedenfalls ist mir kaum was bekannt davon. Also da hat sich massiv was geändert. Aber wie war denn die Situation damals? Es hat das Weimann-Gutachten existiert. Das haben Sie unter Verschluss gehalten, obwohl es der Steuerzahler bezahlt hat. Der Herr Vizekanzler damals noch, am Ende Jänner, hat gesagt, das zeigen wir nicht her, weil da haben wir eine komische Vertragsklausel. Der Steuerzahler zahlt, der darf es aber nicht sehen. Hier ist dieses Gutachten von den Neos dann entsprechend publiziert. Und deshalb habe ich Omerta gesagt. Das war natürlich ein überzogenes Bild. Ja, und ich würde es auch nicht wiederholen, weil sich die Informationspolitik des Herrn Finanzministers geändert hat. Und das verdient Anerkennung. Er hat sich überhaupt sehr bemüht, im Gegensatz zu anderen. Ja, dazu kann man jetzt vielleicht noch was sagen. Er hat sich sehr bemüht. Allerdings war der Vorgang war schon jener. Ja? Es ist ja schon mit dem Sattel das Bild gezeichnet worden. Der Herr Finanzminister hat sich bemüht, einmal als erster seit langem hier sich einmal einen Sattel zu organisieren und draufzusetzen. Allein das Pferd unterhalb hat gefällt, weil das hat dann der Regierungspartner unterm Hintern weggezogen. Das ist das Problem. Weil wenn Sie hier nicht einheitlich auftreten, dann kommt man natürlich mit einer angestrebten Lösung, die Sie zumindest ins Visier nehmen wollten, wenn es wahr ist, natürlich nicht weit. Und jetzt kommen wir zur Rolle der SPÖ in diesem Zusammenhang. Große Investoren, Fonds, Banken, ja, und in letzter Zeit auch Spekulanten werden laufen gelassen, Herr Faymann. Und da hilft es nichts, wenn man dauernd auf die Kärntenhaftungen verweist. Das ist eine schwierige Rechtsfrage, das stimmt. Aber die Bilder, die hier gezeichnet wurden, das ist doch völlig daneben und lächerlich. Da hätte sich ja jeder angeschaut, dem hätte ich viel Glück gewünscht, der hier auf die Art und Weise beim Land Kärnten hätte regressieren wollen. Aber der Unterschied zwischen den Lösungen, hätte man es anders versucht, ist doch der. Kärnten würden wir nie fallen lassen. Natürlich mögen wir die Kärntnerinnen und Kärntner, das ist klar. Dazu haben wir auch eine Bundesfinanzierungsagentur, um hier was zu unternehmen mit besten Konditionen. Sollte auch mehr gemacht werden. Aber der Unterschied im Ergebnis zu einer Lösung mit einem Schuldenschnitt oder mit einer Insolvenz, die nicht so ein Chaos ist, wie sie tun, da gibt es einen Masseverwalter und dann wäre nämlich die Situation die, dass sich die unredlichen Großgläubiger mit der Balkanmafia mal an den Tisch setzen müssten und selber das Geld wieder eintreiben. So übernehmen wir das ganze Risiko und es wird schlagen. Da geht es um viele Milliarden. Und würden wir nur einen Schuldenschnitt von, wie Weimann hier empfohlen hat, von 70% organisiert haben, dann würden wir uns 3,5 Milliarden ersparen. Das ist doch, nein, es ist nicht einfach, das sagt ja niemand. Aber Sie probieren es ja nicht einmal. Und das ist ja das Ärgerliche, dass Sie immer wieder plakatieren und Ihre Grundsatzprogramme reinschreiben, alles für die Menschen, nichts für die Banken, so die das selber gar nicht formulieren, weil ich halt auch nichts von diesem Bankenbashing. Es gibt auch bessere Banken in Österreich. Sie haben das nie so gehalten von der SPÖ, ja? Aber wenn es dann einmal drauf ankommt, dann sind Sie auf Seiten der Banken und Spekulanten und nicht auf Seiten der Bevölkerung. Das ist doch eine Abdankungserklärung von der Sozialdemokratie. Und dann kommen da irgendwelche irregeleiteten Kärntner Abgeordneten heraus und erzählen ein Amen-Märchen, das ja auf keinen Fall so hinnehmbar ist. Und in dem Zusammenhang darf ich auch noch das Zitat korrigieren vom Rolf Holub. Der hat das nie gesagt, was der Herr Lobatka da heraus behauptet hat. Er hat lediglich gesagt, besser irgendeine Lösung als gar keine Lösung. Ja? Und nachdem sie das 4 Jahre verschlampt haben, ist das ja noch nicht einmal voll. So, wir kommen zum Schluss.
In der Abwägung hätte man auch was anderes probieren können. Leugnen Sie das nicht weg. 5 Milliarden sind schon versenkt. Und jetzt wäre es darum gegangen, von den nächsten 5 bis 6 Milliarden, die mindestens zu zahlen sind, diskutieren Sie das nicht weg, wenigstens die Hälfte herinnen zu behalten. Und diesen Unterschied macht es, ob mit weiteren Milliarden jetzt die Großgläubiger bedient werden oder ob das bei dem Steuerzahler geblieben wäre, das Geld. Das ist es, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und um den Untersuchungsausschuss werden Sie nicht umhinkommen. Das können Sie sich in die Haare schmieren. Das gemeinsame Motto aller Parteien muss sein, retten, was zu retten ist und untersuchen, was zu untersuchen ist, sagte Werner Kogler. Deshalb führt an einem Untersuchungsausschuss kein Weg vorbei.